Der als führender Terrorist gesuchte Anwar al-Awlaki ist in Jemen nach Regierungsangaben getötet worden. Eine weitergehende Bestätigung gibt es nicht, auch keine Einzelheiten. Ermittler in den USA sehen in Awlaki den Drahtzieher oder die Inspiration hinter mehreren Anschlägen und Anschlagsversuchen der letzten Jahre. Dazu zählt der vereitelte Anschlag auf ein amerikanisches Flugzeug zu Weihnachten 2009, ebenso der Anschlag in der Kaserne von Fort Hood. Damals, ebenfalls vor knapp 2 Jahren, erschoss ein Armeepsychologe arabischer Abstammung 13 Menschen. Awlaki gehörte zu den führenden Predigern der Terrorgruppe Al-Qaida. Er wurde als Sohn jemenitischer Eltern in den USA geboren und hatte damit auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. In seinen Hasspredigten rief er immer wieder zur Tötung von Amerikanern auf.